C'était un peu fort. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour célébrer ensemble les 60 ans du traité de l'Elysée. Ich möchte meinen Kollegen Klaus Wilsberg aus dem Kölner Studierendenwerk vorstellen. Ja, danke schön, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung aus Anlass des 60. Jubiläums des Élysée-Vertrags. Et j'ai l'honneur de présenter ma collègue Clémence Viau de l'Institut français de la Rhénanie du Nord. C'est un peu compliqué, Rhénanie du Nord, Westphalie, à Cologne. Mehrere Institutionen haben diese deutsch-französische Veranstaltung organisiert. Danke an die Universität zu Köln, die uns erlaubt, heute hier zu sein. Und ich will kurz die Institutionen, die das hier organisiert haben, nennen. Das war eine ganz wunderbare Kooperation und das sind die deutsch-französischen Rechtswissenschaftsstudiengänge der Universität zu Köln und der Université de Paris Panthéon-Sorbonne, das Institut français Nordrhein-Westfalen, La Denkfabrik aus Berlin, die Alumni des deutsch-französischen Rechtswissenschaftsstudiengangs und die Juristen des deutschen und französischen Rechts e.V. und last not least das Kölner Studierenden. Ah, ein kleiner wichtiger organisatorischer Hinweis, wie so oft bei Veranstaltungen, es wird fotografiert und auch gefilmt. Vous êtes filmé und wer das nicht möchte, muss das dann sagen. Danke. Wir freuen uns, die Veranstaltung mit zwei Grußworten zu beginnen. Zunächst spricht Professor Martin Paul Wassmer, Prodekan für Studienangelegenheiten im Namen der Universität Köln, gefolgt von Herr Bürgermeister Andreas Wolter. Herr Wolter ist auch Vorsitzender des deutsch-französischen Ausschusses des Rates der Gemeinden und Europas. Lieber Herr Professor Wassmer, lieber Herr Wolter, ich übergebe Ihnen das Wort. Liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie hier im Namen der Universität zu Köln und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät begrüßen zu dürfen. Namentlich danken möchte ich unseren Referenten, Herrn Direktor Mario Kramp und den Diskutanten, nämlich Herrn Generalkonsul Etienne Sûr, meiner Kollegin Barbara Dauner-Lieb, sowie der Kölner Studentin und Klimaaktivistin Frau Therese Krone. Weiter freue ich mich sehr, dass der stellvertretende Programmbeauftragte der Studiengänge, mein Kollege Markus Ockereck und der Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, Bürgermeister Herr Wolter, anwesend sind. Meine Damen und Herren, am 22. Januar 1963 wurde der Élysée-Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen. Er markierte einen Meilenstein in der Geschichte der Beziehungen der beiden Staaten, die sich im Zweiten Weltkrieg noch als Erbfeinde gegenübergestanden hatten. Durch den Vertrag, den Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer unterzeichneten, begruben die beiden Staaten ihre historischen Konflikte und verständigten sich stattdessen auf eine Zusammenarbeit und enge Partnerschaft. Der Élysée-Vertrag führte zu einem intensiven Austausch auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene. Ohne diesen Vertrag, meine Damen und Herren, würde es wohl auch unsere deutsch-französischen Studiengänge, die als Vorbilder für viele binationale Studiengänge fungierten, nicht geben. Der Vertrag hatte zudem große Auswirkungen auf die europäische Integration. Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich war ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Festigung der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
und zur Gründung der Europäischen Union. Der Élysée-Vertrag hat somit eine entscheidende Rolle in der Geschichte Europas gespielt. Er hat in den vergangenen 60 Jahren dazu beigetragen, dass Frankreich und Deutschland zu wichtigen Akteuren in Europa und auf der Welt geworden sind. Es freut mich daher ganz besonders, dass wir heute Abend aus Anlass dieses Jubiläums über die Perspektiven für die deutsch-französische Beziehung diskutieren können. Seitens der Universität und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät möchte ich Ihnen eine spannende und ertragreiche Veranstaltung wünschen. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Professor Dr. Wassmer, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich und überbringe auch die Grüße im Namen des Kölner Stadtrates und der Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Herr Wassmer hat es eben schon gesagt, das Jahr 2023 markiert den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages, der ja nun am 22. Januar von Bundeskanzler Adenauer, einem Kölner, und dem Präsidenten der Republik Frankreich, Charles de Gaulle, unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen, das war ja ein entscheidender Schritt in der Zusammenarbeit, die bereits 13 Jahre zuvor im Rahmen der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl begonnen wurde. Dass sich de Gaulle von dem Vertrag vielleicht mehr versprach als Adenauer, ist kein Geheimnis. Er wollte weiter von den USA abrücken. Aber der Élysée-Vertrag war damals der entscheidende Schritt, um Perspektiven für eine konstruktive und friedliche Zusammenarbeit zu eröffnen. Insbesondere sollte die Jugend unserer beiden Länder in einem beispiellosen Annäherungsprozess zusammengebracht werden, was dann ja auch mit der Arbeit des Jugendwerkes gelungen ist. Eine wichtige Voraussetzung für die dann nachfolgende europäische Entwicklung. Der Élysée-Vertrag war der Auftakt und Impuls für Kooperationen von Schulen, von Universitäten. Auch die Universität Köln hat solche Kontakte für Kultur, Sport, Verkehr, Verwaltung als Grundlage für die Entwicklung der Europäischen Union. Die Stadt Köln hatte bereits 1958 im Rahmen einer Ringpartnerschaft mit Lille, Esch, Jurassette, Lüttich, Rotterdam und Turin eine Städtepartnerschaft mit Lille geschlossen. Und die Universität macht da mit. Die Stadt Köln hat auch ein besonders historisches Verhältnis zu Frankreich. Ich vermute, Paris liegt den Kölnerinnen und Kölnern nicht nur geografisch näher als Berlin, vielleicht auch von der Mentalität. Ich erinnere daran, als das Rheinland 1815 preußisch werden sollte, waren die Rheinländer gar nicht so begeistert, zumindest ziemlich viele von denen nicht. Und die hatten den Code Civil, den Code Napoleon erlebt, also ein neues Recht. Und im Ergebnis blieb dieser Code Civil ja noch viele, viele Jahrzehnte im Rheinland bestehen, weil man Menschenrechte, zivile Rechte, es gab eine zivile Ehe, einfach zu schätzen gelernt hatte. In den letzten 60 Jahren gab es weitere Vereinbarungen und Abkommen, besonders auch die politisch formulierten Absichten mit den nötigen finanziellen Mitteln hinterlegten. Im Jahr 2019 wurde der Aachener Vertrag geschlossen. Fand ich auch wichtig, dass dieser Vertrag in Aachen geschlossen wurde. Natürlich die Stadt von Karl dem Großen, Charlemagne, aber er wurde auch in einem Rathaus geschlossen, nicht in einem Schloss, es war nicht Versailles, es war nicht in Potsdam, sondern es war in einem Rathaus, in einer wichtigen Stadt für die deutsch-französischen Beziehungen. Und dort sind 28 Punkte zusammengefasst worden, die nochmal die Zusammenarbeit konkretisierten. Daraus ging zum Beispiel der deutsch-französische Bürgerfonds hervor, eine wichtige Ergänzung zum deutsch-französischen Jugendwerk, weil jetzt gibt es auch Förderungen für Aktivitäten, die sich nicht speziell auf die Jugend beziehen. Und ich glaube, das ist in den Zeiten von
Auseinanderdriften von Gesellschaften auch ein unwahrscheinlich wichtiger Schritt gewesen. Ebenso Thema nachhaltige Entwicklung, Klima, Umwelt und gegenseitige Hilfe in Krisenlagen wurden beschlossen. Ein Thema, das uns gerade in den letzten Monaten und bezogen auf Frankreich auch in den letzten Wochen noch sehr stark beschäftigt. Der Aachener Vertrag löste auch, und das gehört mit dazu, auch Proteste aus, besonders bei nationalistischen und antidemokratischen Kräften, allen voran in Frankreich. Was doch dann auch beweist, wie wichtig es ist, dass sich die Demokratien gegenseitig schützen. Wir haben 2300 Städtepartnerschaften. Damit ist in Deutschland Frankreich das führende Land bei den Städtepartnerschaften. Den 1963 erhofften Schub für die gegenseitigen Sprachkenntnisse, das wurde leider nicht so erreicht, wie viele, die vielleicht heute hier sitzen, sich das wünschen. Und da haben wir in beiden Ländern doch Nachholbedarf. Aber Partnerschaften, die ja sehr vital sind in vielen Städten, die leben einfach von den Initiativen der Bürgerinnen und Bürger. Und die Menschen, die wissen, wie wichtig dieser freundliche Kontakt zwischen Frankreich und Deutschland in einem funktionierenden Europa ist. Also wir mit den Städten, wir diskutieren die Themen Klima, Energie, aber auch Migration. Manchmal kontrovers, aber weitestgehend doch mit einem gemeinsamen Ziel. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade wenn wir mal Richtung Ukraine blicken. Also ich sehe das deutsch-französische Verhältnis insgesamt auf einem belastbaren Fundament. Also das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da weitermachen, dass wir auch da auf kommunaler Ebene, auf lokaler Ebene da weitermachen. Die Stadt Köln fühlt sich, habe ich eben schon erwähnt, Frankreich wirtschaftlich und kulturell sehr verbunden. Und ich glaube, diese Verträge, die geschlossen wurden in den letzten 60 Jahren, beginnt mit dem Élysée-Vertrag, die haben auch Köln gut getan. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass man keine Angst vor dem Nachbarn haben muss. Wir dachten 1989, wir sind nur von Freunden umgeben. Wir stellen jetzt fest, es ist nicht so. Und ich glaube, das ist wichtig, halt mit allen Nachbarn, auch wenn man meint, alles ist gut, dort trotzdem zusammenzuarbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wolter. Vielen Dank, Herr Professor Wassmer. Jetzt freuen wir uns sehr, einen Experten und Kurator für deutsch-französische Kulturgeschichte und ehemaligen Direktor des Kölnischen Stadtmuseums begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Dr. Mario Kramm, wir freuen uns über Ihre Gedanken und Impulse, die Sie mit uns teilen. Wow. Wenn ich sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als je zuvor die Würdigung und das Vertrauen, das ich für ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege. Wenn ich Sie alle so um mich herum versammelt sehe, Monsieur le Consul General, lieber Etienne Sûr, sehr geehrte Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes, habe ich Sie schon zu mir gemacht, kann ja noch kommen, des Verfassungsgerichtshofes Nordrhein-Westfalen, liebe Frau Professor Barbara Dauner-Lieb, sehr geehrter Herr Professor und Prodekan Wassmer, lieber Bürgermeister Andreas Wolter, lieber Bürgermeister, sagt man eigentlich auch nicht, aber es ist ja ein Impulsvortrag. Sehr geehrte Frau Theresia Krone, liebe Vertreterinnen und Vertreter der deutsch-französischen Rechtswissenschaftsstudiengänge, des Kölner Studierendenwerks, der Vereine La Denkfabrik und DFM Alumni, liebe Juristinnen und Juristen des deutschen und französischen Rechts, chère Céline Lostis, chère Clémence Viau, liebe
Kolleginnen und Kollegen vom Institut Français Köln. Boah, ich hoffe, als großer Staatsmann habe ich jetzt keinen vergessen. Sehr geehrte Damen und Herren. Wenn ich Sie alle so um mich herum versammelt sehe, also dann darf ich mir den unkonventionellen Einstieg leisten mit diesem Zitat aus der Rede von Charles de Gaulle an die Bonner Bevölkerung vom 5. September 1962. Das ist etwas impulsiv. Das gebe ich ja zu, aber ich soll auch einen Impulsvortrag halten und keine fachhistorische Festrede. Es wird ein Impulsvortrag mit 6 Lehrsätzen. Zumal protokollarisch steht ja heute weit Höheres an, als jede Universitätsverwaltung vorsieht. Wir erinnern an einen Staatsakt vor 60 Jahren. Der deutsche Bundeskanzler reist zum französischen Staatspräsidenten nach Paris und beide besiegeln den Élysée-Vertrag. Wenige Monate zuvor, im Sommer 1962, ist Bundeskanzler Adenauer auf Staatsbesuch in Frankreich und wird umjubelt. Im September 1962 erfolgt der Gegenbesuch des französischen Präsidenten Charles de Gaulle in der Bundesrepublik Deutschland. In Köln heißt es da auf gut Kölsch der de Jol küt. Adenauer und de Gaulle also. Jetzt nehmen wir mal was Abstand, nüchtern betrachtet. 2 alte Männer. Heutige AktivistInnen würden vermutlich sagen, 2 alte weiße heterosexuelle Männer. 2 alte Männer also. De Gaulle 72, Adenauer 86 Jahre alt. De Gaulle ist konservativ und träumt von der Grandeur Frankreichs als Atommacht. Auch die Ära Adenauer wird später nicht zu Unrecht mit restaurativen Tendenzen und einem muffigen Klima verknüpft. Das Paar Adenauer-De Gaulle, beide charismatisch, beide clever und beide zuweilen ziemlich autoritär. Man könnte auch sagen, 2 selbstbewusste Staatschefs, beide ohne Kronprinz. Und dennoch, schauen Sie sich einmal die Filmaufnahmen an von de Gaulles Reden in Deutschland, von seinem Besuch, wie die eingangs zitierte, auf dem Bonner Marktplatz, aber auch in Köln und in Düsseldorf, in Duisburg, Hamburg, München, Ludwigsburg. Überall erobert de Gaulle die Herzen der Deutschen im Sturm. Der einzige Kriegsgegner ruft zur Versöhnung auf und reicht die Hand zur Versöhnung. Da muss man bekennen, jetzt kleinliche Historiker bedenken hin oder her, das ist das eigentlich Große an der Deutschlandreise von Charles de Gaulle. Und etwas, was, das gebe ich zu, heute noch Rührung hervorruft. Erlauben Sie, dass ich am Beispiel des Köln-Besuchs einige kurze Einblicke in die Stimmung des Jahres 1962 gebe als direkte Vorgeschichte zum Élysée-Vertrag. Der französische Präsident sucht überall den direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Sehr zum Leidwesen seiner Sicherheitsbeamten übrigens. Er ist bekannt für sein mitreißendes Redetalent. Deutschkenntnisse hat er spätestens seit der Kriegsgefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Seine Reden lernt er zuvor auswendig. Es gibt wunderbare Aussagen von Diplomaten im Élysée-Palast, die den Präsidenten sprechen wollten. Und da hieß es immer, Monsieur le Président kann nicht. Er lernt gerade Deutsch. Also er hat es wirklich jede Rede für jede Station auswendig gelernt, damit er sie entsprechend begleiten kann. Mit seinen berühmten pathetischen Gesten. Deshalb spricht er auch vor dem Kölner Rathaus in Köln auf Deutsch. Zur Überraschung des Protokolls und unter dem Jubel des Publikums. Es lebe Köln! Es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Wow! Begeisterung, 100.000 bejubeln ihn. Rufe Charlie, Charlie, tosender Jubel. Dann passiert etwas Merkwürdiges. Dann ist auf einmal Stille. Stille auf dem Platz, Stille auf dem Podium. Und in dieser Stille erklingt vom Rathausglockenspiel die Marseillaise. Das, meine Damen und Herren, ist großes Kino. Mein erster Lehrsatz lautet aber, man sollte die Sprache des anderen sprechen. Durch Köln zieht eine Gruppe junger Menschen mit einem Transparent, auf dem steht handgeschrieben, we like Charles. Mit den Französischkenntnissen war es wahrscheinlich noch nicht so weit her. Im Rheinland sollte nach dem Willen von Bundeskanzler Adenauer der Staatsbesuch beginnen. Denn hier war er sich des Jubels der feierfreudigen Bevölkerung sicher.
Das war er in Hamburg nicht so. Und er hat gezögert und man hatte ein bisschen Angst davor. Aber es ist überall das Gleiche, auch im kühlen Hamburg, in München, in Stuttgart, es gibt überall dieselben Bilder. De Gaulle berührt die Herzen. Er nennt die Deutschen ein, ich zitiere, großes Volk, das jedoch manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat. Auch wenn der einst gegen Nazi-Deutschland kämpfende General de Gaulle das so nicht gemeint hat, für viele klingt das wie eine lang ersehnte Absolution. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel traut der Begeisterung nicht und kommentiert hämisch wie immer. Zum ersten Mal seit Adolf Hitler waren die Deutschen wieder von dem Charisma eines einzelnen Menschen gefangen genommen. Die französische Presse ist da wesentlich eleganter und titelt in ironischer Anspielung auf das Deutschlandlied wörtlich »De Gaulle über alles«. Doch am Ende sind alle Bedenken wie weggefegt. Der erste Besuch eines französischen Staatspräsidenten in Deutschland seit Napoleon wird ein einziger Triumphzug. Das gängige und gut gemeinte politische Narrativ, was wir heute noch pflegen, auch in Veranstaltungen wie diesen, also das gut gemeinte politische Narrativ lautet, vor 1963 habe es zwischen Deutschland und Frankreich Erbfeindschaft geherrscht, seit 1963 gewissermaßen ersetzt durch eine Art Erbfreundschaft. Ja. Werfen wir kurz einen Blick zurück. Jetzt muss ich Sie leider durch eine historische Tour an die Hand nehmen. 1200 Jahre zurück, in die Zeit des eben erwähnten Karls des Großen oder Charlemagne, auf den sich ja Deutschland und Frankreich gleichermaßen beziehen. Der zweite Lehrsatz in diesem Zusammenhang lautet, es war alles ganz anders. Denn in nationalstaatlicher Hinsicht ist das natürlich kompletter Unsinn. Damals gab es weder Frankreich noch Deutschland, und dann wird Karls Reich geteilt. Und jetzt habe ich Ihnen, für einige vielleicht, aber die meisten sind ja hochgebildet, Erstaunliches mitzuteilen. Wir hier im Rheinland waren damals weder westfränkisch-französisch noch ostfränkisch-deutsch, sondern gehörten zu Lotharingien, dem Mittelreich, von den Niederlanden über Belgien, dem Rheinland, Lothringen über Burgund in die Provence bis nach Italien. Lüttich, Aachen, Köln, Straßburg, Metz, alles ein Land bis nach Rom. Und mittendrin, mitten in diesem Land, schlängelt sich, übrigens erstaunlich stabil geblieben, mit wenigen Abweichungen bis heute, schlängelt sich die Sprachgrenze zwischen dem Französischen und dem Deutschen. Was für eine schöne Vision. Leider endete die Vision 870 mit dem einsamen Tod des einsamen Königs Lothar II. In Prüm, in der Eifel. Seitdem war das Mittelreich ein Zankapfel, ging aber dann 100 Jahre später größtenteils an das ostfränkische Reich, das spätere Deutschland, ging an das ostfränkische Reich. Dennoch kann von einer Erbfeindschaft zwischen Deutschland und Frankreich in Mittelalter und früher Neuzeit nicht die Rede sein. Trotz der Kriege Ludwigs des 14. und der Einverleibung des Elsass im 17. Jahrhundert. Erbfeind, was heißt das eigentlich? Nach Luther ist das der Teufel, der Erbfeind. Es ist sozusagen ein Konstrukt, das meint, eine über Generationen getragene Ablehnung einer anderen Nation oder Kultur, sozusagen biologisch eingepflanztes Gen, quasi natürlich. Das ist natürlich Quatsch. Wenn es überhaupt einen Feind Frankreichs gab, so war das viel eher England. Von den Besitzungen der Plantagenets, des englischen Königshauses in Frankreich, über den Hundertjährigen Krieg, über den Siebenjährigen Krieg im 18. Jahrhundert, als Frankreich im Kampf gegen Großbritannien um die Herrschaft in den amerikanischen Kolonien unterlag, bis zu den napoleonischen Kriegen durch Englands Sieg beendet bei Waterloo 1815. Der dritte Lehrsatz lautet, die deutsch-französische Erbfeindschaft ist ein gefährlicher Mythos. Und er entsteht just in dieser Zeit. Napoleon unterwarf die meisten deutschen Staaten, darunter auch das mächtige Preußen 1806. Die Franzosen brachten, Sie haben es eben erwähnt, Herr Bürgermeister, Krieg und Besatzung, aber auch Freiheit und Gleichheit. Vor allem im Rheinland, das 20 Jahre lang französisch war. Östlich des Rheins herrscht Auflehnung gegen Napoleon. Ja, Hass gegen die Franzosen. Angeschürt unter anderem
von dem unseligen Ernst Moritz Arndt. Schlagt sie tot, das Weltgericht, fragt euch nach den Gründen nicht. 2013, ach, jetzt muss man was erzählen. 2013 erhielt ich einen Anruf von meinem Kollegen, ich war damals Museumsdirektor hier in Köln, und von meinem Kollegen aus Leipzig. Die wollten eine Ausstellung machen, eine große Ausstellung über die Befreiungskriege, wenn ich das Wort schon höre, über die Befreiungskriege, den 200. Jahrestag des Siegs von Leipzig, der Deutschen über Napoleon. Wir hätten doch so tolle Bestände und so wunderbare Objekte und ob wir ihm nicht was aus... Und er redet und redet und redet und ich kam gar nicht zu Wort. Und irgendwann in einer Redepause habe ich hineingesagt, Herr Kollege, wir standen damals auf der anderen Seite. Da war Schluss. 1840 forderten französische Regierungskreise die Annexion des linken Rheinufers. Einer, Monsieur le Consul General, es tut mir leid, aber einer der folgenschwersten Fehler Frankreichs. Frankreich löste damit die Rheinkrise aus. Alle ereiferten sich gegen die Franzosen, selbst die größten Kritiker Preußens im Rheinland. Es entstand das Lied »Die Wacht am Rhein«. Kennen Sie den Film »Casablanca«? Bestimmt kennen Sie den, wo dieses wunderbare Duell ist und die Deutschen da im besetzten Land da die Wacht am Rhein singen und dagegen erlaubt Humphrey Bogart mit einem einzigen Fingerstrich spielen sie die Marseillaise. Ja, aber Erbfeinde? 1840, so macht man sich unnötig Feinde, aber Erbfeinde? 1870, 71 verschärft sich die Lage, wieder so ein Fehler. Weil Napoleon III. Preußen den Krieg erklärte, befürchtete man in Deutschland den Einmarsch der siegreichen Franzosen. Also versammeln sich die deutschen Fürsten hinter Preußen, womit niemand rechnete, die deutschen Truppen siegten. Es folgte Frankreichs Demütigung im Januar 1871 durch die Ausrufung des preußischen Königs zum deutschen Kaiser mitten im symbolischen Herz der Nation im Spiegelsaal von Versailles und die Annexion Elsass-Lothringens. Jetzt bekommt sie Aufwind, die vielbeschworene Erbfeindschaft auf deutscher und der Geist der Revanche auf französischer Seite. Dass dieser Spiegelsaal zum Ort des Vertrages von Versailles gewählt wurde, der 1919 den Sieg über das nun gedemütigte Deutschland im Ersten Weltkrieg besiegelte, ist von genauso hoher Symbolkraft. Doch wir sollten uns hüten, die Geschichte von ihrem Ende her zu denken. Dafür müssen wir uns immer vorhüten. Es gab immer und es gibt wohl auch immer alternative Szenarien. Frankreich und Deutschland waren vor 1914 wirtschaftlich und kulturell vernetzt. Es gab zahllose politische und kulturelle Kontakte. Die immer wieder beschworene Erinnerung an Elsass-Lothringen begann ja schon zu verblassen und dann der Erste Weltkrieg. Das gilt übrigens auch, das vom Ende her denken. Das gilt auch für die Weimarer Republik. Sie darf nicht alleine von ihrem Ende her gedacht werden, vom Weg in den Faschismus. Der war nicht zwangsläufig. Ich erinnere nur an Stresemann und Briand und das Projekt der deutsch-französischen Verständigung, das ja schon damals begann. Mit Hitler ist der Fall dann klar. Der Kampf gegen das Diktat von Versailles als Propagandaformel, Aufrüstung, Remilitarisierung des Rheinlandes 1936, Teilnahme an der Weltausstellung in Paris 1937, während der Krieg für Nazi-Deutschland in Wahrheit längst beschlossene Sache ist. 1945 ist Deutschland befreit, zerstört und in Besatzungszonen geteilt. Charles de Gaulle, der Vorkämpfer des freien Frankreich, ist für eine unnachgiebige Politik gegen Deutschland, ganz im Gegensatz zu 1962. Wenig später reißen deutsche und französische Studierende Grenzfälle nieder, die ersten Städtepartnerschaften gründen sich, alles noch vor dem Élysée-Vertrag. Der vierte Lehrsatz stammt von Jean Monnet. Nichts ist möglich ohne Menschen, nichts ist dauerhaft ohne Institutionen. Die Vorgeschichte des Élysée-Vertrages findet nämlich ohne de Gaulle, ja, zunächst sogar gegen ihn statt. Er schmollt zurückgezogen in Colombey-les-Deux-Églises. Franzosen wie Außenminister Robert Schuman und Jean Monnet sind vor 1958 die großen Visionäre. Die Montanunion stellt 1952 für die Rüstung wichtigen Schlüsselindustrien Kohle und Stahl unter gemeinsame übernationale Aufsicht. Die römischen Verträge folgen 1957, die Gründung der EWG. Erinnern Sie sich noch an das Karolingerreich?
Die damaligen Kernländer der EWG, Frankreich, Benelux, Italien und die alte Bundesrepublik, sind ganz ähnlich wie das Reich Karls des Großen. Auch ein Grund dafür, dass Charles de Gaulle, seit 1958 Staatspräsident, in deutschen und französischen Pressekarikaturen als Charlemagne verspottet wird. 1958 besucht Kanzler Adenauer de Gaulle in seinem Heimatdorf Colombey-les-Églises, auf beiden Seiten große Skepsis, eisige Vorbehalte. Aber das Eis bricht. Adenauer bleibt sogar über Nacht und ist damit der einzige ausländische Staatsgast, der je privat bei einem französischen Staatspräsidenten übernachtet hat. Es folgt der Staatsbesuch Adenauers im Juli 1962 in Frankreich, die gemeinsame Messe in der Kathedrale von Reims, auch dies hochsymbolisch, die vermeintlichen Erbfeinde gedenken in gemeinsamer katholischer Tradition der alten Verbundenheit in der Krönungskirche der französischen Monarchie. Und dann der Gegenbesuch de Gaulles in Deutschland. Die Reise ist ja ein entscheidender Schritt für die Anbahnung der deutsch-französischen Freundschaft auf dem Weg zum Élysée-Vertrag vorgestern, vor 60 Jahren. Heute, wenn ich das so erzähle, denken Sie auch, was redet der? Klingt für uns ja alles selbstverständlich, ne? Ist es aber nicht. Denn damals war es das auch nicht. Hinter den Kulissen stritt die Politik, und zwar auf beiden Seiten, auf Frankreich wie in Deutschland, um den richtigen Weg. Erst kurz vor der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags, die sind schon in Paris, die deutsche Delegation, entscheidet Adenauer aus der Vereinbarung, geplanten bloßen Vereinbarung, einen regelrechten Staatsvertrag zu machen. Übrigens sehr zur Überraschung der verärgerten, mitgereisten Diplomaten. Darauf war man nämlich überhaupt nicht vorbereitet. Man hatte weder das richtige Papier noch eine Mappe, so wie sich das für einen Staatsvertrag gehört. Eilig wird dann in Paris in diversen Läden schwarz-rot-goldene Dekoband gekauft und eine Mappe bei Hermès. Dem Ganzen aber musste der Bundestag noch zustimmen. Adenauers innenpolitische Gegner bekamen Aufwind. Sie fürchteten, das enge Zusammengehen mit der Atommacht Frankreich könnte die USA und Großbritannien abschrecken und die NATO in Frage stellen. Deshalb stellte der Bundestag dem Élysée-Vertrag eine Präambel voran, in der die Bündnistreue Deutschlands mit der NATO betont wurde. De Gaulle ist außer sich. Der ist stinkesauer und fürchtet nun, was wird passieren. Adenauer ist schon 87 Jahre alt. Es war absehbar, dass er von der politischen Bühne abtreten würde. Der französische Präsident musste also befürchten, dass es mit Adenauers Nachfolgern, um es einmal diplomatisch zu formulieren, vielleicht nicht ganz so einfach werden könnte. Und in der Tat, entsprechend kühl war das Verhältnis mit den folgenden Kanzlern Erhard und Kiesinger. Doch dann begann die deutsch-französische Partnerschaft neuen Aufwind und es ist ja schon oft gesagt worden, aber die enge Freundschaft natürlich zwischen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Präsident Valéry Giscard d'Estaing, zwischen Kohl und Mitterrand, zwischen Schröder und Chirac und zwischen Angela Merkel gleich mit Dreien, mit Sarkozy, Hollande und Emmanuel Macron. Man duzt sich und man schätzt sich und dies interessanterweise über alle Parteigrenzen hinweg. Stellen Sie sich mal vor, Helmut Kohl mit dem Sozialisten Mitterrand, es ging. Merkel und Macron besiegeln 2019 den Aachener Vertrag, der den Élysée-Vertrag vertieft und erweitert. Solche persönlichen Beziehungen sind nicht unwichtig. Sie sind nicht alles, aber sie sind nicht unwichtig. In Umkehrung des Satzes von Jean Monnet könnte man sagen, nichts ist dauerhaft ohne Institutionen, doch ebenso gilt, nichts ist möglich ohne Menschen. Der fünfte Lehrsatz lautet, die Erbfeindschaft ist ein Mythos und ein Irrglaube. Die Erbfreundschaft aber leider auch. Ich bin Historiker und kein Prophet. Doch gärt in mir eine gewisse Sorge, wenn ich auf das Verhältnis zwischen Macron und Bundeskanzler Scholz schaue. Der ehemalige französische Staatspräsident François Hollande soll ja gesagt haben, Olaf Scholz redet fast gar nichts, Macron redet die ganze Zeit. Wollen wir alle miteinander hoffen, dass die beiden nicht weiterhin aneinander vorbeischweigen oder aneinander vorbeireden?
Vielleicht braucht es dazu die Hilfe eines Rheinländers oder einer Rheinländerin. Konrad Adenauer jedenfalls konnte das. Er und de Gaulle haben nichts anderes gemacht, als sich durch die gegenseitigen Staatsbesuche ein Plebiszit, eine Abstimmung mit den Füßen zu verschaffen. Bei so viel Begeisterung in Frankreich wie in Deutschland konnte niemand mehr, auch nicht ihre stärksten innenpolitischen Gegner, an der deutsch-französischen Freundschaft vorbei. Dass dies gelungen ist, ist in weiten Teilen das persönliche Verdienst von Adenauer und de Gaulle. Und das ist, vor allem in Zeiten wie unseren, in denen aus nationalistischen Motiven ein Angriffskrieg geführt wird, in denen nationalistische Borniertheit überall wieder an Macht gewinnt, nicht wenig. François Mitterrand hat das einmal in einem knappen Satz zusammengefasst, der zugleich mein sechster und letzter Lehrsatz ist. Le nationalisme, c'est la guerre. Nationalismus bedeutet Krieg. Diese Einsicht ist ebenfalls nicht wenig, sondern sogar, so meine ich, sehr, sehr viel. Dann kann ich jetzt zum Schluss nur noch auf Köln zurückkommen und präsentiere Ihnen mal ein Rätsel, was wir Historiker nicht lösen konnten. 1962 überschlug sich die Presse mit begeisterten Schlagzeilen. Rheinländer aus dem Häuschen, Jubel in Köln, de Gaulle von Köln beglückt. Es gab ein regelrechtes Wettrennen darum, in welcher Stadt mehr gejubelt wurde. Das letzte Wort hatte Tüdels. Der stellt nämlich in einer Pressekarikatur dem Schäl die entscheidende Rätselfrage. Wenn man bloß wüsst, wer lauter gebrüllt hätte, Kölle oder Düsseldorf? Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man das bloß wüsst, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Dr. Kramm, sehr herzlichen Dank für den Parforce-Ritt durch die deutsch-französische Geschichte. Man kann vielleicht sagen, 1962-63 ist eine Art Endpunkt gewesen, vielleicht auch ein Startpunkt, aber nicht das Ende der Geschichte, wie das mal prophezeit wurde. Vielen Dank für Ihre Impulse. Ich komme jetzt zur Podiumsdiskussion und darf alle Podiumsteilnehmerinnen herzlich bitten, die Bühne zu entern. Die Podiumsteilnehmerinnen werden gleich vorgestellt. Ich stelle kurz die Moderatorin der Podiumsdiskussion vor. Vielleicht beginnen wir auch mit einem warmen Applaus für Anna-Luise Brode, denn sie ist ganz kurzfristig heute Nachmittag eingesprungen. Das sind die typischen, heute so bekannten krankheitsbedingten Ausfälle. Einen sehr herzlichen Dank. Frau Brode hat von 2018 bis 2022, ist also quasi mitten im Geschäft, das wir eben hier vorgestellt haben, den deutsch-französischen Bachelor Rechtswissenschaften studiert und auch abgeschlossen. Seit Beginn des Studiums ist sie im Verein der Juristen deutschen und französischen Rechts aktiv. Und auch im französischen Pendant, den Juriste Paris-Cologne. Und hier war sie auch in Paris Vizepräsidentin des Vereins. In Deutschland, wenn ich es richtig gesehen habe, sind Sie jetzt auch Präsidentin des Vereins. Herzlichen Glückwunsch. Ihre Bühne. Danke. So, ich glaube, jetzt funktioniert es. Auch von mir noch einmal einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier so zahlreich erschienen sind. Ich möchte auch noch mal jetzt an dieser Stelle Jannis ganz kurz danken, der ja eigentlich hier an meiner Stadt gesessen hätte und der auch viel an der Vorbereitung mitgearbeitet hat.
Genau, deswegen, das, was ich gleich mit den PodiumsdiskussionsteilnehmerInnen besprechen werde, ist also auch nicht nur das Ergebnis meiner Gedanken, sondern da geht auch ganz viel auf ihn zurück. Bevor ich anfange, würde ich Ihnen einmal noch ganz gerne die TeilnehmerInnen vorstellen wollen. Das ist zum einen Herr Dr. Etienne Sûr, der seit Oktober 2022 französischer Generalkonsul in Düsseldorf und Leiter des Institut Français in Köln und Düsseldorf ist. Und zuvor war er stellvertretender ständiger Vertreter Frankreichs bei der UNESCO, und während seiner Studienzeit hat sich Herr Sûr auf Deutschland spezialisiert und als Student an der Sciences Po die dortige deutsch-französische Vereinigung gegründet. Ich denke, Frau Professor Donner-Lieb muss sich zumindest mal der Hälfte hier des Publikums eigentlich nicht mehr vorstellen, aber sie ist Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs des Landes Nordrhein-Westfalen. Ob es zum Bundesverfassungsgericht reicht, werden wir dann noch sehen. Und sie ist wie wahrscheinlich vielseits bekannt, Juraprofessorin an der Universität zu Köln und seit 15 Jahren auch Programmbeauftragte des DFM. Und zudem ist sie auch Trägerin des Chevalier, des französischen Ordre National du Mérite und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse. Und jetzt noch zur Theresia Krone, die hier zu meiner Seite sitzt, um das Ganze auch etwas zu verjüngen hier im Podium. Theresia ist studiert deutsch-französisches Recht, eben im DFM, wie wahrscheinlich auch sehr viele von euch, und lebt zurzeit in Paris, das heißt, sie ist Teil des 31. Jahrgangs, wenn ich mich nicht täusche. Und sie ist auch Teil des ersten Jahrgangs der Génération Europe oder Generation Europa, einem Netzwerk deutsch-französischer Nachwuchskräfte, wo wir wahrscheinlich auch nachher noch ein bisschen was zu hören werden. Und Theresia ist zudem als Klimaaktivistin sowie als Kolumnistin aktiv, und sie will mit ihrer Arbeit Jugendliche in Deutschland und Frankreich ermutigen, sich für eine lebenswerte Gesellschaft einzusetzen. Und ich denke mal, Herrn Kramp muss sich nach der Vorstellung von Clemence und dem wunderbaren Impulsvertrag gerade niemand mehr vorstellen, aber auch Ihnen herzlich willkommen. So, unsere Podiumsdiskussion dreht sich ja um das Thema des 60 ans du traité de l'Élysée oder 60 Jahre Élysée-Vertrag, Perspektiven für die deutsch-französische Beziehung. Und wir haben jetzt schon gehört, dass vor 60 Jahren der Élysée-Vertrag quasi Türen öffnete, um es mit Charles de Gaulles Worten zu sagen, eben Türen für eine neue Zukunft für Deutschland, für Frankreich, aber auch für Europa. Und wir haben auch schon gehört, jetzt in zahlreichen Beiträgen heute Abend, dass dieser Vertrag nicht vom Himmel fiel, dass da verschiedene Etappen vorhergegangen sind der Annäherung, sei es zwischen Adenauer und de Gaulle oder sei es aber auch schon auf politischer Ebene davor oder auch zwischen der Bevölkerung. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Vertrag die institutionelle Grundlage eben für die deutsch-französische Zusammenarbeit und die deutsch-französische Freundschaft seit 60 Jahren und deswegen ein wunderbarer Anlass, um noch einmal zu deutsch-französischen Beziehungen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und heute, 60 Jahre später, blicken wir nach einer aktuellen Studie des DFJW, also des deutsch-französischen Jugendwerks, beziehungsweise blicken vor allem zwei Drittel der jungen Menschen in beiden Ländern sehr besorgt in die Zukunft. Also sie klagen über mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten, sehen den Klimawandel als existenzielle Bedrohung, da kann Theresia auch wahrscheinlich genug von erzählen. Und in der Tat kann man eben sagen, dass beide Länder vor sehr großen Herausforderungen stehen, auch auf der großen politischen Bühne, das sieht man ja in den Nachrichten im Moment auch, egal wo man hinguckt, sei es in der Klimapolitik, sei es in der Verteidigungspolitik oder Energiepolitik. Und teilweise scheint es fast immer schwieriger, diese dann auch gemeinsam zu lösen. Und die zentrale Frage des Abends oder die zentralen Fragen des Abends sind also, welche Perspektiven gibt es für die deutsch-französische Beziehung? Was braucht es, damit es beim Couple franco-allemand rund läuft oder vielleicht auch wieder rund läuft? Und damit möchte ich jetzt in die Podiumsdiskussion einsteigen. Und da geht dann meine erste Frage auch gleich an Sie, Frau Krone. Als Teil dieser jungen Generation blicken Sie auch besorgt in die Zukunft. Und
erscheint Ihnen die deutsch-französische Beziehung dabei eher als Teil des Problems oder als Teil der Lösung? Funktioniert das? Oh ja, super. Ich glaube, diese deutsch-französische Jugendstudie ist sehr, 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 sehr aussagekräftig, weil sie sich auch mit anderen Studien im europäischen Kontext sehr deckt, dass eben diese grundsätzliche Sorge einfach da ist. Und es geht zwar nicht so darum, ob man irgendwie, also ob quasi Jugendliche machen sich nicht Sorgen darum, ob sie einen Job finden, sondern eher darum, ob sie dann noch in einer stabilen Demokratie leben können, ob es ob sie in einem stabilen Ökosystem leben können. Also es geht um fast schon noch grundsätzlichere Bedürfnisse. Und gleichzeitig sagt diese Jugendstudie aber auch, dass die Jugendlichen die deutsch-französische Zusammenarbeit als etwas sehr Wertvolles und Wichtiges sehen, auch wenn sie teilweise wenig Bezug dazu haben. Also die Zahlen der Leute, die in Frankreich Deutsch lernen und in Deutschland Französisch lernen, gehen ja total runter. Aber trotzdem ist grundsätzlich dieses Verständnis da, dass es ein Lösungsansatz ist, diese Freundschaft zu stärken. Und für mich ist daraus ein bisschen die Konsequenz, dass wir sagen, okay, die letzten 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft waren super wichtig, aber so wie wir sie ausleben, erreicht sie nicht mehr die Menschen, die sie erreichen müssten, nämlich vor allem die jungen Menschen. Und so wie wir sie bisher ausgelebt haben, ist sie vielleicht auch nicht mehr zukunftsfähig. Also das wäre für heute Abend auch meine große Frage, die ich gerne klären würde oder vielleicht versuchen würde zu klären. Wie kann die deutsch-französische Beziehung dazu beitragen, dass Europa zukunftsfähig wird, dass wir Klimagerechtigkeit umsetzen können, dass wir aber auch in sicherheitspolitischen und energiepolitischen Fragen, die gerade so dringend sind, langfristig eine stabile Beziehung hinbekommen, dass wir von so nicht mehr von heute auf morgen irgendwelche Zeitenwenden einberufen müssen, sondern dass wir realisieren, dass die Zeiten sich konstant wandeln und wir in diesem Wandel mit drin sind als Motor, auch wenn das Wort sehr, sehr ausgenutzt ist im deutsch-französischen Kontext. Ja, vielen Dank für dieses erste Statement, was die Sprache angeht. Da werden wir wahrscheinlich auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, weil das ja ein sehr wichtiger Faktor ist. Und darauf bezieht sich zumindest zum Teil auch meine erste Frage an Sie, Herr Generalkonsul. Und zwar ist das Sprechen einer gemeinsamen Sprache oder zumindest galt es auch lange als quasi die Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Austausch. Und man merkt ja seit Jahren, dass immer weniger junge Französinnen und Franzosen beziehungsweise auch junge Deutsche dann eben die entsprechende Sprache des Nachbarlandes lernen. Und woran liegt das? Ist vielleicht die erste Frage. Und wie nehmen Sie allgemein die Nachfrage nach interkulturellem Austausch mit Frankreich wahr? Ja, vielleicht zuerst vielen Dank. Und ich möchte nur einen Satz sagen, um die Universität zu Köln herzlich zu bedanken und auch unsere Partner für diese Veranstaltung, um Sie alle herzlich zu begrüßen, weil ein Jubiläum, das ist gleichzeitig ein Moment der Rückschau und eine Gelegenheit, auf die Zukunft zu blicken. Und dieses Moment freue ich mich riesig, heute Abend mit Ihnen zu verbringen. Zu Ihrer zweiten Frage, zum ersten Frage nach der Sprache. Vielleicht die Fakten. Die Fakten sind, dass ohne Zweifel seit 2 Jahren die Zahl der Sprachlernenden in den 2 Ländern ist drastisch zurückgegangen. Das ist ungefähr in Deutschland 40% und das ist ähnlich also in Frankreich. Erklärungen gibt es sehr, sehr viele. Wir könnten stundenlang davon reden. Sehr schnell gesagt gibt es ganz praktische Gründe. Zum Beispiel in Frankreich, als ich Schüler war, hatten wir nur die Wahl für Fremdsprache zwischen Englisch, Deutsch und Spanisch. Jetzt in die größte Mehrheit der französischen Schule gibt es 5, 6, 7 Fremdsprachen. Und natürlich hat das Impuls. Wenn man auch technisch in Deutschland in der Schule die Zweitsprache für ein anderes Fach, wie zum Beispiel Informatik oder was weiß ich,
aufgeben kann, das hat natürlich technische Konsequenzen. Es gibt auch natürlich viel mehr wesentlichen, also Faktoren, wie, sagen wir, die soziologische Entwicklung, also der Jugend, ne? Also es ist natürlich sehr spontan, dass wir in Deutschland und in Frankreich, dass die heutige Lage nicht zu vergleichen ist mit der vor 20 oder 30 Jahren. Ist Frankreich in Deutschland so cool wie vor 30 Jahren? Das habe ich keine Ahnung. Aber viele Studenten, viele Schüler möchten gerne nach Australien, nach Neuseeland oder was. Oh, das ist auch sehr gut so. Aber diese soziologische Entwicklung, die natürlich dazu führt, dass wir nicht nur bilateral denken und nochmal, das ist sehr gut so, das hat auch seine Konsequenzen. Ne? Und natürlich gilt auch Französisch in Deutschland als eine wichtige Fremdsprache, also der Begriff ist kompliziert zu verstehen, aber das ist natürlich so. Das sind die Fakten. Aber andererseits, positive Fakten haben wir auch zu Ihrer Frage. Zum Beispiel, Französisch ist und bleibt in Deutschland die zweithäufigste Fremdsprache, die gelernt wird. Es ist direkt, also ganz weit nach Englisch. Aber insgesamt, das ist 15% der deutschen Schüler, die Französisch lernen. Und im Sekundarstufe, das ist 23%. Das ist nicht nichts. Und Drittzweisprache, das ist Latein mit 6% und Viert, das ist Spanisch mit 5%. Also das ist noch positiv. Und zu Frau Downer-Lee brauche ich nicht zu erwähnen, dass jedes Jahr 3000 Studenten absolvieren im Rahmen der deutsch-französischen Hochschule Doppeldiplom der Doppelstudiengänge. Das ist riesig. Und jedes Jahr 45 Jugendliche deutsch-französisch teilnehmen zum Programm der deutsch-französischen Jugendwerk. Also das ist wirklich etwas, auch das man erwähnen muss. Ihre zweite Frage, sehr schnell. Wie eng ist diese Situation, was für Einfluss hat das auf den interkulturellen Austausch Frankreich-Deutschland? Dann sehr schnell vielleicht drei Bemerkungen, die Entwicklung der bilateralen gegenseitigen Wahrnehmungen. Wie Sie es sehr schön gesagt haben, es gibt eine erste Generation, die Generation des Élysée-Vertrags. War das Erbfeindschaft? War das Feindschaft? Sie haben das sehr schön dargestellt. Aber jedenfalls, die Frage für die Eltern war, wie kann ich meinen Kindern erzählen, dass ich Freunde mit den Deutschen oder mit den Franzosen werde? Weil das war die Vorstellung natürlich. Und für diese Generation, also natürlich, also die deutsch-französische Beziehung ist, weil so, also schwierig, sehr politisch stark geprägt und als unerlässlich und unvermeidlich wahrgenommen. Dann direkt danach, das ist die zweite Generation, die wirklich umgekehrt, die Generation der starken bilateralen Freundschaft, das ist die Generation wie meine, die zusammen mit dem Élysée-Vertrag geboren wird. Und dann die Fragestellung ist absolut gegenseitig geworden. Zu unseren Kindern müssen wir jetzt also erzählen, wie es überhaupt möglich war, dass Frankreich und Deutschland sich gegenseitig kämpfen, weil das ist natürlich für die jüngere Generation unvorstellbar. Und jetzt haben wir da vielleicht diese Geschichte, eine wunderbare Erfolgsgeschichte ist, jetzt haben wir eine andere Generation, für die Deutschland, Frankreich ist, das ist selbstverständlich. Es ist so selbstverständlich, dass vielleicht muss man sich nicht mehr zwingen, die Sprache des anderen zu lernen. Vielleicht ist es so selbstverständlich, dass man, naja, nicht nach Köln oder nach Wuppertal oder nach Berlin fahren muss, sondern nach Australien, nach Brasilien oder sowas. Und dann eine Frage für uns für heute Abend ist wesentlich
die deutsch-französische Beziehung so selbstverständlich oder haben wir also substanziell in dieser Beziehung etwas ganz Besonderes, der uns beide eine ganz besondere Rolle in und für Europa gibt. Dann würde ich bei Ihnen weitermachen, Frau Professorin, für quasi ein kleines Eingangsstatement. Und zwar sind ja Studiengänge wie jetzt auch vor allem der DFM, den es jetzt seit mehr als über 30 Jahren ja schon gibt, ja auch relativ wichtig eben für die deutsch-französische Beziehung. Und die Frage ist jetzt, was genau ist vielleicht Ihre Bedeutung für die deutsch-französische Beziehung? Was für einen Mehrwert haben Sie für die deutsch-französische Beziehung? Und in welcher Form sind Sie vielleicht auch Grundlage für die personelle Zukunft dieser deutsch-französischen Beziehung? Okay, ja, herzlichen Dank für Ihr Statement. Zunächst einmal eine ganz kleine Schleife vorweg. Sie haben am Anfang gefragt, müssen wir Angst um die Zukunft haben? Und das stellen sich natürlich alle Generationen und im Moment wirkt ja auch vieles bedrohlich. Und ich habe aber eine Erfahrung, jeder, der mich kennt, weiß, ich gehe gerne in den Hörsaal, ich arbeite gerne mit Studierenden und ich kann immer nur sagen, in der Zusammenarbeit mit Studierenden erfahre ich, dass man mit solchen jungen Leuten eigentlich keine Angst um die Zukunft haben muss, weil man sehr viel Vertrauen immer wieder gewinnt, die schaffen das schon. Da bin ich ganz, ganz optimistisch, ohne nun die Dinge kleinreden zu wollen, aber nicht nur mein deutsch-französischer Studiengang, sondern überhaupt meine Studierenden zeigen mir, und zwar nicht nur die brillanten 1% ganz oben mit Prädikat, sondern eigentlich die Studierenden, die ich erlebe, jeder in seiner Eigenheit, zeigen mir, die werden das schaffen. So wie wir auch vieles geschafft haben und vieles verkehrt gemacht haben. Okay, das Zweite ist, ich würde mir wünschen, und dann komme ich zu den Studiengängen, die Marktphilosophie und so weiter und so weiter. Das geht von der Frage des zivilen Ungehorsams bis in die verfassungsrechtlichen Grundlagen. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was die deutsch-französische Jugend, wenn sie es gemeinsam bearbeitet, sehr viel stärker zusammenbringt als abstrakte Fragen nach der Freundschaft. Aber jetzt das, was Sie mich wirklich gefragt haben. Was unterscheidet das Leben in einem solchen Programm von einem Erasmus-Austausch und vielleicht von Reisen oder auch von Brigitte Sucey? Bei unseren Auswahlgesprächen in Paris und in Deutschland schaue ich immer sehr genau darauf, wie lange die jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen im anderen Land waren. Es ist toll, wenn man eine Woche im Urlaub war. Es ist toll, wenn man 4 Wochen im Urlaub war. Und es ist besser, als wenn man gar nicht in Frankreich oder Deutschland war. Die Erfahrung lehrt aber, dass eigentlich das wirkliche Gespräch und das wirkliche Kennenlernen sehr viel längere Zeit braucht. Nur dann hat man nämlich auch die Zeit, überhaupt erst mal zu vertrauen und über das Chillen und mal abhängen und ein bisschen tanzen, dann vielleicht plötzlich auch zu Gesprächen zu kommen, die schwer sind und die immer noch schwer sind. Ich bin nun fast eine alte Dame, wenn ich meine französische Freundin, die ich seit 1968 kenne, ist lange, lange her, und eine sehr lange Freundschaft, dann habe ich neulich festgestellt, wir haben zum ersten Mal über unsere Väter gesprochen. Unsere Väter waren beide im Krieg. Und das tut sofort sehr weh. Mein Vater war auf der einen Seite, ihr Vater, jüdischer Pole, hat vieles erlebt, war dann auf der französischen Seite und unsere Väter sind sich nicht begegnet. Aber das Sprechen darüber haben wir fast 40 Jahre lang noch nicht gewagt und fangen jetzt damit an. Gut, die heutige Generation, da sind es die Großväter, das ist noch weiter weg. Aber ich glaube, dass das, was kompliziert ist, einfach erst wächst, wenn man eine nähere Begegnung hat als nur ein Urlaubsaustausch. Mag das noch so anregend sein? Und ich glaube, dass da der Mehrwert der echten Programme drin liegt. Also unser Programm hat ein Riesenprivileg. Die Jugendlichen in unserem Programm, die dann, ist immer witzig für mich, als Erstsemester sind sie noch Kinder und wenn sie dann zurückkommen, sind sie erwachsen. Das ist in 4 Jahren wirklich auch äußerlich zu sehen. Die sind zusammen 4 Jahre lang. Die mögen sich keineswegs immer.
die sind wahnsinnig kompetitiv, die keifen sich an und so weiter. Also ich beobachte das 4 Jahre lang, aber dieses vertiefte Verständnis für die Persönlichkeit des anderen, für die Gemeinsamkeiten, aber auch für ganz große Unterschiede, für Dinge, die dann doch plötzlich hochkommen, aus der Vergangenheit, diese Basis wächst, wenn man 4 Jahre miteinander verbringen darf. Und darin sehe ich den ganz, ganz großen Mehrwert. Ich meine, ich könnte Ihnen jetzt einen Abend lang sehr Unterhaltsames erzählen, zum Beispiel, dass ich den Studierenden, Deutschen wie Franzosen, immer wenn sie über Köln jaulen und sagen, das ist hier alles so schrecklich, tun sie alle, immer sagen, ihr werdet das nach vier Wochen in Paris als das Paradies in die Verklärung schicken. Und es ist, sehen Sie, und es ist immer so. Und das ist aber auch kulturelle Unterschiede und natürlich sind sie sehr, sehr glücklich in Paris, weil Paris grandios ist. Aber der Universitätsbetrieb ist härter als wir sind lieb hier. Bei uns wird man betütert und gefragt und wie geht es euch und man fragt auch nach dem Wellbeing und das ist ja selbst Programm in unserer Universität und ein französischer Professor sieht das manchmal ganz anders und da gibt es auch 3 Klausuren am Tag, weil es nicht anders geht. So, aber das ist wichtig zu sehen, weil das Unterschiede sind. Ich glaube, dass diese Unterschiede sich auch zeigen, wenn beispielsweise militärische Gruppen sich treffen, dass die Unterschiede haben. Und ich glaube auch, dass im Verständnis, was Demokratie tatsächlich ist, durchaus Nuancen da sind. Also wir sprechen immer über Grundrechte, Demokratie, aber wenn man genauer hinguckt, hat man da durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Also, ich fasse zusammen. Der Mehrwert solcher Ausbildungsgänge, wie wir hier ihn versuchen zu leben, mit all den Schwächen und Stärken, liegt darin, dass man sich wirklich kennenlernt, was man eben normalerweise nicht tut. Und insofern glaube ich, dass das jenseits all des Wissens und der Kompetenzen, die man für seinen Beruf erlernt, das ist natürlich auch ganz wichtig, aber dass diese Art von Möglichkeit zur Nähe wirklich ganz wichtig ist und wenn hier so etwas gibt und da so etwas gibt, dann entstehen Inseln, die sich ja auch verbreiten. Wir haben ein ganz großes Netzwerk und manchmal wird da auch geheiratet und dann kommen Freunde rein und wieder raus. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter, überschaubarer, aber sehr wichtiger Beitrag ist zur deutsch-französischen Freundschaft. So leben wir jedenfalls unsere Studiengänge. Ja, vielen herzlichen Dank. Und nur einmal unser Podium komplett zu machen, gehe ich jetzt meine letzte Einstiegsfrage an Sie, Herr Kramp. Und zwar in der sogenannten Franzosenzeit zog die Moderne in Köln ein und nach 1945 standen Deutschland und Frankreich gemeinsam dann eben für Aussöhnung, Fortschritt und auch für ein vereintes Europa. Und die Frage, die sich jetzt vielleicht stellt, das kann auch ein Stück weit an Ihren Einführungsvortrag anknüpfen, wie diese Symbolik eigentlich heute einzuordnen ist, weil ja auch vielleicht diese Symbolik von Aussöhnung und Freundschaft, auch gerade wenn das Couple vielleicht nicht ganz so freundschaftlich unterwegs ist im Moment, wie das heute einzuordnen ist. Und vielleicht kann man auch schon gleich die Frage mit aufgreifen, die Herr Dr. Sür in den Raum gestellt hat, wenn man sich diese 3 Generationen anschaut, die Generation direkt nach dem Élysée-Vertrag, dann die mit dem Élysée-Vertrag aufgewachsen ist und die von heute, ist diese Freundschaft, die wir haben, in Ihren Augen etwas Selbstverständliches geworden oder wie würden Sie das einschätzen? Oh, das ist aber ein Blumenstrauß von Paar Forsret, den Sie mir da vorlegen. Erstens, ja, die Franzosenzeit hat Besatzung und hat Napoleon gebracht mit einem doch teils umstrittenen Regime, aber sie hat auch Gleichheit und Freiheit und Brüderlichkeit gebracht, sie hat den Code Civil gebracht, ich brauche es Ihnen nicht zu erklären, bis 1900 haben die Rheinländer den verteidigt. Das heißt, in Preußen gab es ein Sonderrecht. Das liberalere Französische hier im Rheinland und der Rest war anders. Das muss man einfach ein bisschen wissen. Aber das ist ja nicht das, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Ich glaube, Sie wollen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie eigentlich auf die gemeinsamen Werte hinaus. Und das ist ja das Entscheidende. Die gemeinsamen Werte lassen sich ganz einfach zusammenfassen. Jetzt muss der Generalkonsul mal weghören. Die heißen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. So einfach ist das. Und so einfach ist das auch in Deutschland wie in Frankreich. Nun waren wir ja, jetzt mache ich ein bisschen so einen Sprung in die Generation. Ich bin dieselbe Generation wie Sie, Herr Sür. Ich bin geboren mit dem Élysée-Vertrag, kann man fast sagen. Ich bin 61 geboren, also ich war da gerade 1,5 Jahre alt.
So. Und natürlich ist es für uns beide einfacher gewesen, den anderen kennenzulernen, die anderen zu bereisen, zu beschnuppern und was auch immer zu tun. Aber es war ja noch nicht so institutionalisiert, wie es für die Generation danach war. Ich war in Paris, bevor es Erasmus gab. Es gab diese ganzen, hier, diese ganzen Vereine, die da aufgelistet sind, ich will sie alle gar nicht nennen. Das gab es alles gar nicht. Und trotzdem haben wir es gemacht. Ne? Und wir haben natürlich, Frau Krone, jetzt versuche ich so ein bisschen den Kontext, auch ich war mal jung. Und das. Also davon bin ich ausgegangen, um ehrlich zu sein. Ja, aber für uns, Sie sind jetzt, machen sich Sorgen um die Klimapolitik und um diese ganzen Sachen, die ich total verstehe. Ich finde es klasse, was Sie machen, das mal nur in Klammern genannt. Aber wir hatten natürlich auch Probleme. 1988, als ich zum ersten Mal in Paris war, war der Kalte Krieg. Wir haben uns vor dem Atomkrieg gefürchtet und ich glaube nicht ganz zu Unrecht. Das muss man auch mal ein bisschen, also ich meine, ich will damit nur sagen, es gibt immer subkutan unter dem Radar der deutsch-französischen Freundschaft gibt es weltweite Politik oder Bedrohungen, die super wichtig sind. Und es ist auch super wichtig, mich darüber auszutauschen. Wir haben uns auch über andere Sachen ausgetauscht. Emanzipation von Schwulen, Bürgerrechte, das stand in Paris ganz groß auf der Tagesordnung, weniger als in Deutschland damals. Umso mehr haben wir es nach vorne gebracht. Also das sind jetzt nur so ein paar Beispiele. Was der Herr Sür gesagt hat, gibt mir zu denken. Und ich habe eigentlich noch keine so eine rechte Antwort darauf. Er hat ja gesagt, ich verkürze das jetzt ein bisschen, Herr Sür, naja, so viel lernen nicht mehr Deutsch, so viel lernen nicht mehr Französisch, vice versa. Das ist ja auch klar, wir leben in einer globalisierten Welt. Hauptsache, das funktioniert noch irgendwie. Hauptsache, man hat überhaupt miteinander Kontakt und sei es auf Englisch. Ich habe da aber so ein bisschen bei Ihnen auch eine Skepsis vermerkt. Jedenfalls ich hätte sie anzumerken. Ich glaube, dass die Frau Professorin recht hat. Und ich glaube, es geht nur, wenn man sich aufeinander einlässt und wenn man sich richtig lang aufeinander einlässt und mit ganz viel Spaß auseinander einlässt und mit der Sprache aufeinander einlässt. Jetzt habe ich Ihre Frage gar nicht beantwortet. Ich denke mal zum Teil auf jeden Fall schon und zumindest mit dem Punkt, ob das jetzt als selbstverständlich angesehen werden kann oder nicht, da sind Sie ja auf jeden Fall mit drauf eingegangen. Und vielleicht auch nochmal, um dann eben der jüngeren Generation auf diesem Podium das Wort zu dieser Frage zu erteilen. Wie ist es für dich gewesen? Wie nimmst du das wahr? Ist es selbstverständlich? Wie geht man aus unserer Perspektive, unserer Generation damit um? Was sind deine Einschätzungen? Also ich muss auch sagen, meine Großeltern sind beide im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen. Meine Oma ist aus Schlesien geflüchtet. Mein Großvater musste mit 14 als Flakhelfer an die Front und war dann ein Jahr lang in französischer Gefangenschaft. Und ich muss sagen, ich war vor 3 Wochen noch bei ihm. Der ist bis heute, wenn ich sage, Opa, ich muss jetzt los, ich muss nach Paris, hat er Tränen in den Augen, weil er sich immer noch Sorgen macht um mich, dass ich, also nein, wirklich, und ne, bis heute sehe ich, dass der anfängt zu weinen, wenn wir darüber reden und das ist, deswegen so habe ich irgendwann auch realisiert, dass dieses Grundgefühl von Sicherheit, mit dem ich aufgewachsen bin, eigentlich komplett der deutsch-französischen Freundschaft zu verdanken ist und natürlich auch der Europäisierung und dem Mauerfall. Also meine Mutter ist dann wiederum in der DDR aufgewachsen, durfte nicht studieren, obwohl sie Jahrgangsbeste war, weil auf dem Zeugnis stand, sie setzt sich für Fragen der Umwelt und Friedenspolitik ein. Dabei war sie 0,0 politisch, sondern einfach nur katholisch. So, also muss man ja auch mal so sagen, ne? Und in dem Moment, wo ich mich mit meiner Familiengeschichte auseinandergesetzt habe, ist mir klar geworden, dass Europa der einzige Grund ist, warum ich das Gefühl hatte, ich bin sicher. Ich bin grundsätzlich sicher. Und das hat. Ja! Aber das habe ich auch wieder ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also, und da geht es mir jetzt nicht nur um den Ukraine-Krieg, sondern es geht mir um eine ganz grundsätzliche Erfahrung, der, würde ich sagen, vielleicht auch Desillusionierung. Zum einen, dass es nicht selbstverständlich ist, aber zum anderen auch, dass
wir eben jetzt keine politische Krise haben wie der Kalte Krieg, sondern eine planetare Krise, die eben nicht eine Entscheidung braucht, also nicht einen Freundschaftsvertrag, um diese Krise zu lösen, nicht ein Pariser Klimaabkommen, um diese Krise zu lösen, sondern ganz, ganz viele Menschen, die sich an ganz, ganz vielen Stellen einsetzen. Und deswegen, Frau Donnelly, als Sie das vorhin gesagt haben, dass Sie im Prinzip keine Sorge mehr haben, wenn Sie die jungen Menschen betrachten, mir geht das grundsätzlich ähnlich. Ich bin total berührt, wenn ich jetzt am Wochenende in Paris war, in der Sorbonne und im Élysée-Palast und wir dort mit deutsch-französischen Jugendlichen uns ausgetauscht haben. Ne? Also es ist Wahnsinn, wie viel Expertise da war, wie viel Tatendrang da war, wie viel Lust da war, auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten. Aber gleichzeitig, glaube ich, darf man dann auch nicht in diesen Modus verfallen, dass man sagt, deswegen wird jetzt alles gut. Das will ich jetzt auch gar nicht unterstellen, aber ich sag mal so, Hoffnung ist Handarbeit, ja, und nein, es ist so. Und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man immer, immer wieder betont, dass jedes junge Potenzial, jeder Mensch, der sich engagiert, eben nur wirken kann, wenn alle mitziehen, wenn wir schaffen, die Leute ranzuholen, wenn wir schaffen, Mehrheiten zu organisieren. Und auch innerhalb der Europäischen Union, wenn es Deutschland und Frankreich ist, gemeinsam schaffen, voranzugehen und schaffen, dass die anderen Länder mitziehen. Konkret in der Frage der Energiepolitik würde ich jetzt sagen, wir müssen aufhören damit, zum Beispiel Atom- und Gasenergie gegeneinander auszuspielen, sei es die Taxonomie, sei es die COP, sei es der Green New Deal. Und da muss man eben sagen, wir verstehen uns als Partner, die vorangehen, eine neue Energiepolitik zu fahren, eine unabhängige Energiepolitik, die auf erneuerbaren Energien basiert, damit wir eben nicht so nochmal so Desaster erleben wie Nord Stream 2 oder die Taxonomie, wo man sich am Ende gegenseitig nur noch angekeift hat, gefühlt. Ja? Und, aber da muss ich auch sagen, die Taxonomie ist ein sehr, sehr tolles Beispiel. Also vielleicht erkläre ich das nochmal kurz, Taxonomie ist nicht jedem ein Begriff. Das ist quasi eine Einigung der Europäischen Union, wo man sich darauf einigt, was in Zukunft gefördert wird, wirtschaftlich gefördert wird, weil man sagt, das sind Technologien, die sind besonders zukunftsfähig. Und da ging es eben um die Frage darum, ob man da nur erneuerbare Energien reinnimmt oder eben auch quasi Atomenergie, Wasserstoff, grauen Wasserstoff und Erdgas. Und das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend zu sehen, weil dort kamen deutsche und französische Jugendliche zusammen, da kam die Klimabewegung aus beiden Ländern zusammen, obwohl sie so unterschiedlich organisiert sind und haben gesagt, hier ist ein ganz konkreter Punkt, wo wir das Gefühl haben, hier überschneiden sich unsere Interessen, hier wird eine ganz wichtige Frage gestellt, die nächsten Jahrzehnte der gemeinsamen Zusammenarbeit beeinflussen. Und man hat sich da eben organisiert und das fand ich wahnsinnig beeindruckend, auch weil es so richtig agil war, was ich dann auf der politischen Ebene quasi eine Stufe drüber gerade vielleicht sogar ein bisschen vermisse, diese Agilität. Aber darüber können wir auch noch mal reden. Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf eine grundlegendere Ebene zurückzukommen. Ich meine, das Ganze kann man ja politisch in sehr viele Richtungen öffnen. Würde ich vielleicht ganz gerne nochmal auch, Frau Donnelly, Sie hatten auch davon gesprochen, dass es im Grunde konkrete Projekte braucht, um das Ganze voranzubringen, würde ich, bevor ich darauf zu sprechen komme, wo du gerade auch schon darauf angedeutet hast, mit dem Treffen im Élysée-Vertrag, im Élysée-Palast, der Vertrag ist ja wohl kein Gebäude, am Sonntag zurückkomme, einmal noch zum Thema Sprache. Da hat man ja auch im Aachener Vertrag, hat man sich ja auch viel damit auseinandergesetzt, wie kann man Sprache fördern, wie kann man das Ganze voranbringen. Es wurde eine Sprachstrategie erarbeitet, sollte erarbeitet werden. Die Frage jetzt an Sie, Herr Syr, sehen Sie da Potenziale in so einer Sprachstrategie? Was gibt es vielleicht für konkrete Projekte, auch die man umsetzen kann und will, um eben das Ganze wieder etwas voranzubringen und zu fördern? Ja, Ohne Zweifel, also zu beantworten und auch zu Herrn Kramp zu beantworten, ohne Zweifel ist Sprache also entscheidend, ohne Zweifel. Also unsere hier in Köln, also unser Team im Institut Français arbeitet jeden Tag intensiv
um die französische Sprache hier zu fördern, zu entwickeln. Das ist für Frankreich, also Frankophonie ist absolut Schlüssel, also unsere Außenkulturpolitik. Und Deutschland und Frankreich arbeiten wirklich Hand in die Hand zusammen. Im Herbst, im November sind unsere Premierministerin Elisabeth Borne ist nach Berlin gekommen, hat eine gemeinsame Erklärung deutsch-französischer über die Sprache unterzeichnet. Wie Sie wissen, Herr Wüst, als nicht nur als Ministerpräsident, sondern als Kulturbeauftragter, Bundesbeauftragter für kulturelle Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, hat eine Strategie, Sprachstrategie, also zum Lernen, also von Französisch und Deutsch, also verabschiedet. Es gibt intensive Arbeit. Ganz konkret gibt es Ideen. Das ist ein Feld, wo unwahrscheinlich viel Kreativitäten gibt. Wenn Sie nach unserem Institut in Köln kommen, Sie werden sehen, wir haben zum Beispiel France Mobile, wir haben aus Frankreich jüngere Studentinnen geholt, die jeden Tag im ganzen Bundesland in den Gymnasium kommen, um ein anderes Bild der französischen Sprache zu geben, um direkt intensiv mit den also Schülern zu sprechen. Wir haben natürlich unsere Zertifikation DELFT, DALF, die sehr nützlich sein. Wir haben zum Beispiel, was die berufliche Bildung und ihre Sprachprobleme also betrifft, haben wir ein Programm, das ist das Tandem entwickelt. Das heißt, Lehrlinge aus Deutschland und Frankreich können trotzdem, sogar wenn sie nur sich ein bisschen sprachlich also verstehen, aber können zusammenarbeiten praktisch und dadurch das Sprachniveau erhöhen. Es gibt unwahrscheinlich viel also unterwegs. Aber die Frage ist, die Sprache des anderen zu lernen, ist das nur also ein technisches, sprachliches Problem? Oder natürlich also muss das also bearbeitet werden, aber noch tiefer als das, gibt es nicht die Frage, hat man Geschmack, hat man Lust, nach den anderen zu kommen und hat man Lust, die Sprache des anderen zu lernen? Und dann ist das keine technische Frage mehr, sondern eine soziologische vielleicht. Ne? In der Masse ist natürlich Generationsfaktor noch einmal entschieden und unsere persönliche Beziehung zu Deutsch-Französischen, also das Sie auch sehr schön also, dargestellt haben. Für meine Generation zum Beispiel, ich bin mit dem Ost-West-Konflikt erzogen worden, das heißt für meine, ich war 24 Jahre bei der Fall der Mauer, das heißt für mich, meine ganze politische Erziehung ist Erfahrung, ist untrennbar von der sogenannten deutschen Frage, das heißt die deutsche Teilung und die Berliner Mauer. Für uns Generation keine Frage. Deutschland, das war Zentrum aller politischer Welt. Und es gab keine Frage, sollte ich mich um Deutschland interessieren? Natürlich, keine Frage, selbstverständlich. Und als ich am 9. November 1989 mit tausenden Leuten auf und praktisch auf der Berliner Mauer stand, das war natürlich nicht nur die deutsch-französische Versöhnung, die ich also feierte und jubelte, aber auch viel mehr als das. Das war etwas Größeres, untrennbar Größeres, das heißt Friede und Freiheit in und für ganz Europa. Das ist unsere Generation. Aber jetzt gibt es etwas Ähnliches für die jüngere Generation. Natürlich nicht, weil Gott sei Dank, das alles, diese Geschichte, ist nicht die Geschichte, die jeden Tag die Jugend kennt. Und deswegen ist das so wichtig, was Sie, Frau Krone, also gesagt haben, weil natürlich, ich stimme völlig mit Ihnen zu. Frage ist, dass man muss Gründe finden und zusammen Gründe finden, um die Jugend wieder ins Deutsch-Französische zu engagieren, weil Deutschland, Frankreich, die deutsch-französische Freundschaft, das ist sehr schön, aber das reicht nicht für die Jugend, weil natürlich noch einmal Brasilien ist ein ganz schönes Land, Mexiko, was weiß ich, Australien, und das ist sehr selbstverständlich.
Deswegen müssen wir zusammen, wie Sie sehr schön gesagt haben, eine Agenda aufbauen, der die größten Errungenschaften und Herausforderungen unserer Zeit wirklich also bewältigen kann. Und was ist das? Das ist, was Sie waren in Paris Sonntag, das ist, was unser Ministerrat eigentlich in den großen Linien gemacht hat. Und diese Richtlinien sind jetzt auf dem Tisch. Worum geht es? Es geht erstens um Sicherheit in Europa im Kontext Russlands Aggression, also Angriffskriegs gegen Ukraine. Es geht um eine deutsch-französisch eine gemeinsame europäische Antwort an Klimawandel, an Energiewende zu finden. Und es geht für unsere Industrie um die Fragestellung, wir müssen an der Höhe sein von der heutigen Errungenschaften wie digitale Revolution, wie Biowissenschaften, wie Energiewende. Und nur wenn wir so ein dichtes deutsch-französische Agenda haben, und das ist genau der Sinn des deutsch-französischen Ministerrats von Sonntag, dann haben wir eine Chance, unsere Jugend zu interessieren und dann Türen für die Zukunft zu öffnen. Ja, nach diesem wunderbaren Plädoyer dafür, Gründe zu schaffen, damit deutsche und französische Jugendliche zusammenarbeiten, will ich dich, Theresia, jetzt vielleicht einmal kurz bitten, etwas zu diesem Projekt zu sagen, was am Sonntag gestartet ist, beziehungsweise was offiziell quasi dann gestartet ist zu der Generation Europe oder Generation Europa vom DFJW. Also ganz kurz, dieses Projekt ist quasi oder ein Programm vom DFJW mit 24, wenn ich richtig meine, genau, Nachwuchskräfte nehmen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Kultur, Wissenschaft und Medien und verschiedenen ehrenamtlichen Engagierten, das eben sich für die deutsch-französische Zukunft auch einsetzen will. Und ich glaube, du kannst am besten erzählen, was dieses Projekt eigentlich ist und was auch eigentlich langfristig mit diesem Projekt erreicht werden soll, was ihr vielleicht auch am Sonntag gemacht habt oder Samstag und Sonntag und was ihr davon mitgenommen habt und was man davon erwarten kann. Ich würde vielleicht einmal kurz zurückspülen und sagen, wie der Bewerbungsprozess abgelaufen ist, weil für mich da auch nochmal klar geworden ist, was mich eigentlich überhaupt dazu bewegt, mich im deutsch-französischen Kontext einzusetzen. Und zwar, ich glaube, Anfang Dezember gab es diesen Call for Applications, diesen Aufruf, sich für die Generation Europa zu bewerben. Und mir hat das jemand von der Deutschen Ehrenamtsstiftung geschickt und gesagt, Theresia, das wäre doch was für dich. Und dann habe ich, mein erster Reflex war zu sagen, ich bin doch gar nicht genug deutsch-französisch. Ja, ich kann doch gar nicht genug Französisch sprechen, ich bin noch nicht fließend, ich bin noch, so, also, ne, und ich hatte ein totales Déjà-vu, weil mir ging das damals, als ich mich entschieden habe für diesen Studiengang, genauso. Ich habe allen gesagt, ich kann mich da doch nicht bewerben, ich habe doch Französisch abgewählt in der Oberstufe. Ja, und das ist dann auch vielleicht, und dann irgendwie, eigentlich hatte ich wenig Bezugspunkte zu Frankreich in meinem Leben und immer wieder dachte ich, ich bin nicht deutsch-französisch genug. Und das ist eigentlich ganz schade, weil ich glaube, wir müssen das ein bisschen zugänglicher machen. Ne? Also wir müssen verstehen, dass Sprache ist wichtig und auch langfristige Austausche sind wichtig. Aber um das jetzt mit Englisch zu sagen, wir dürfen da nicht gatekeepen. Also wir dürfen nicht dazu kommen, dass Leute denken, sie müssten irgendwie binational aufgewachsen sein oder sie müssten in einem akademischen Kontext schon super weit sein oder sie müssten beide Sprachen schon perfekt beherrschen, sondern es geht darum, die Zugangsmöglichkeiten ganz niedrig zu setzen und dann Begeisterung zu kreieren. Ja? Also ich schreibe gerade an einem Schulbuch für den Westermann Verlag und das Große, was ich gelernt habe in diesem Prozess ist, am besten lernt man durch Neugier. Und das würde ich sagen, ist das, was ich auch so als große Aufgabe sehen würde, Neugier zu wecken. Danach können wir über Sprache reden, das ist egal. Aber gut, ich habe mich dann doch beworben und es war damals wie bei der Bewerbung fürs Studium. Es war die gleiche Person, die gesagt hat, Theresia, du machst das jetzt. Und das war Janusz Stöter, der heute leider nicht hier sein kann, der beide Male gesagt hat, Theresia, du musst jetzt mal selbstbewusst sein. Und letztendlich, genau, wurde ich dann auch freundlicherweise, glücklicherweise in dieses Netzwerk aufgenommen. Und dieses Jugendnetzwerk, was da jetzt entstanden ist, man muss sagen, Jugendnetzwerk ist eigentlich eine
Übertreibung, ich bin mit Abstand die Jüngste mit 20. Die meisten sind über 30. Genau, also es sind halt aus allen möglichen Feldern quasi junge Menschen, die auch schon teilweise im deutsch-französischen Kontext aktiv sind und die jetzt auch den Auftrag bekommen haben am Sonntag im Élysée-Palast von dem Präsident Emmanuel Macron und dann eben auch Bundeskanzler Olaf Scholz im kommenden Jahr neue Impulse zu setzen. Also uns wurde bewusst offen gelassen, wie wir das machen wollen, ob wir Handlungsempfehlungen erarbeiten wollen. Es wäre dann natürlich der nächste Bericht von den so vielen, die es schon gibt. Oder ob wir konkrete Projekte erarbeiten wollen. Aber klar ist, es geht darum, Olaf Scholz und Macron, aber auch die anderen Minister haben immer wieder die Worte disruptiv verwendet. So, nervt uns, seid disruptiv, denkt außerhalb der Box, geht voran, seid nicht schüchtern, verändert einfach, ja, macht mal. Und ich glaube, das ist ganz, ganz besonders, weil ich war in ganz vielen Jugendgremien in meinem Leben, aber meistens war es eher nicht gewünscht, dass man disruptiv ist. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir innerhalb von diesem Programm vielleicht auch wirklich die Möglichkeit bekommen, die deutsch-französische Beziehung ein bisschen zukunftsfähiger zu machen und vor allem weg davon zu kommen, so viel über die deutsch-französische Beziehung zu reden, was Sie auch schon angesprochen haben, sondern ein bisschen mehr ins Machen kommen, ins Neugierigwerden, ins Voneinanderlernen. Und nach diesem sehr aufregenden Wochenende muss ich sagen, glaube ich, das wird so gut, wie es nur werden kann, weil ich habe noch nie erlebt, dass ich in einen Raum gekommen bin und direkt das Gefühl hatte, wow, wir haben noch nicht mal miteinander gesprochen, aber wir haben irgendwie gleiche Werte, wir wollen das Gleiche, wir haben die gleiche Motivation und das fand ich wirklich beeindruckend. Aber ist ja auch eigentlich auch, vielleicht zeigt auch, wie erfolgreich eigentlich der deutsch-französische Kulturaustausch in den letzten Jahren war, wenn es möglich ist, dass man in einen Raum kommt mit 24 Jugendlichen aus beiden Ländern und sofort das Gefühl hat, uns trennt nichts. So. Also das ist das auch, was ich mitgenommen habe. Also sowohl die Aufgabe, aber auch das Mandat, aber eben auch das, was schon bisher alles passiert ist und dass das schon ein Erfolg ist, dass es so sein kann. Ja, vielleicht auch etwas dann ergänzend zu deinem Projekt. Bei dem Wort Neugier haben Sie gerade auch kurz aufgezuckt, Frau Deinerlieb. Wie kann man aus Ihrer Sicht dann diese Neugier wecken? Was für Chancen sehen Sie in so einem Projekt? Wie kann man zum Beispiel, man sieht ja auch beim deutsch-französischen Studiengang, dass die Bewerberzahlen zumindest auf deutscher Seite dann doch zurückgehen. Ja, wie schafft man diese Neugierde? Wie hält man die deutsch-französische Beziehung zukunftsfähig? Ich knüpfe direkt an Sie an. Und der erste Satz lautet, lasst euch eure Neugier durch gar nichts wegnehmen und nicht institutionell und bürokratisch zerreden. Wenn ihr den Geist behaltet, wird dabei Gutes, seid wirklich destruktiv. Die Beteiligten werden das nicht immer schön finden. Aber das ist eine Vorbemerkung. Die zweite Bemerkung ist, wie kann man die Neugier wecken? Ich gucke auf meinen Studiengang und jetzt nicht Deutsch-Französisch, indem man endlich in der Sprache und im Studium so etwas wie Fehlerkultur akzeptiert. Ein großes Problem in der Sprache ist ja, dass sich niemand traut, was zu sagen, weil er nicht perfekt ist. So, ich habe mir aus bestimmten Gründen das abgewöhnen müssen und ich bin weder im Englischen perfekt noch im Französischen, aber ich kann mich zum Ausdruck bringen, so dass die Leute verstehen, was ich sagen will und ich habe keine Angst mehr, Fehler zu machen, ich mache sie eben. Das ist aber wichtig, dass auch das Gegenüber diesen Eindruck hat und das ist bei der Sprache nicht leicht zu akzeptieren, aber ich finde es wichtiger, dass jemand, und ich praktiziere das im Studiengang, dass jemand sich bemüht, als statt das gar nicht versucht. Die Fehlerkultur geht aber natürlich über die Sprache hinaus. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die viel stärker als früher darauf angewiesen ist, dass junge Menschen, dass alle die Chance kriegen, etwas auszuprobieren und dass, ich sage immer, von 10 Versuchen nur 2 was bringen. Da sind wir Juristen völlig ungeeignet, weil bei uns gibt es immer nur dieses Suchen nach des Richtigen, nach 16 Punkten und bei uns wird immer nur falsch angestrichen und man sucht nach irgendeinem Ideal, was es nicht gibt und wir machen uns damit völlig verrückt. Meine Didaktik ist immer eine andere gewesen. Ich habe gesagt, ohne Fehler lernt man gar nichts. Also schreiben Sie erst mal was hin und wenn Sie einen Fehler machen, das ist ein schöner Fehler. Mein Mann
leider verstorben, sagte auch schon bei uns 1973, was für ein wunderschöner Fehler. Warum? Weil wir an diesem wunderschönen Fehler so wahnsinnig viel lernen können und es besser machen können. Aber ich bin überzeugt davon, dass das jetzt auf allen Ebenen, in der Sprache, im Studium, in Aktivitäten wichtig ist, dass wir uns erlauben, Dinge zu probieren, Prozesse anzustoßen, dass man nicht sofort guckt, dass es perfekt ist, dass man mal ein Papier schreibt und sagt, dann diskutieren wir drüber. Und da mangelt es zumindest in Deutschland ganz erheblich daran, weil im Grunde jemand, also alle meine Studierenden haben Angst, Fehler zu machen. Und solange sie Angst haben, Fehler zu machen, werden sie nicht produktiv, nicht kreativ. Wer nichts tut, wird nichts schaffen, aber wer was tut, wird Fehler machen. Und der Witz ist, dass man sagt, das gehört zum Prozess dazu. In der Medizin darf natürlich keiner sterben, aber bei Juristen stirbt so schnell keiner. Also, nein, das ist immer mein Satz, nun stellt euch doch nicht so an, bei uns stirbt keiner, wir probieren es mal aus. Und damit kommt man relativ weit, aber ich glaube, dass da auch in Hochschulleitungen, in Dekanaten, in Prüfungskommissionen viel mehr auf Fantasie, Kreativität, auf Ideen gesetzt werden muss, als das haben wir immer so gemacht und das, was du jetzt machst, ist falsch. Also nehmt euch lasst euch dieses Disruptive nicht nehmen. Meine Erfahrung auch mit vielen, vielen, vielen Stipendiatengruppen und Ferienakademien hat gezeigt, die Synapsen knacken und dann kommt da was draus. Wenn die Leute sich zusammensetzen und am Anfang ist das nur blöd und man sitzt da und albert rum und plötzlich ist am Schluss ein Theaterstück da oder ein Gedicht da oder eine ganz gute Idee da oder ein ganz tolles Projekt. Also lasst es euch nicht nehmen und dann kommt da was bei raus. Ich würde jetzt selbst noch eine Frage stellen und danach, also falls ihr dann schon ein bisschen nachdenken wollt, gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir ein paar Fragen aus dem Publikum noch hier an die TeilnehmerInnen richten lassen. Also habt ihr jetzt halt noch so 5 Minuten oder so, um ein bisschen zu überlegen, was man denn vielleicht immer schon mal fragen wollte. Und meine letzte Frage geht jetzt an Sie, Herr Kramp. Sie haben gerade ganz viel zugehört darüber, wie kann man Neugier schaffen. Es gibt dieses coole neue Projekt. Was für Chancen sehen Sie darin? Hat das Integrationskraft, so ein neues Projekt? Kann uns das voranbringen? Was sind vielleicht Hoffnungen, die Sie damit verbinden? Was sind Sorgen, die Sie vielleicht auch meinen, die damit immer noch nicht gelöst werden können? Bringt uns das in die Zukunft? Ach mein Gott, ich bin doch kein Politiker. Ich finde das total klasse, was Sie, Frau Krohn und Sie, Frau Daumerlieb, gerade gesagt haben. Und Frau Krone, Chapeau, ich habe es ja in die Sorbonne geschafft und auch einmal unter die Kupol, aber in den Elysée-Palast habe ich es noch nicht geschafft. Das, aber was ich damit sagen will, ist, es ist einfach wichtig, einfach machen. Machen Sie es, begegnen Sie sich, tüfteln Sie es aus, haben Sie keine Angst. Wie sagt Konstantin Wecker so schön, Freiheit heißt keine Angst haben vor nichts und niemand. Und so soll es auch sein. Und alles andere wird sich dann, glaube ich, fügen. Insofern habe ich da große Hoffnung. Ich habe auch große Hoffnung, wenn ich Sie alle sehe. Sie werden das schon hinkriegen. Oder, um es mit Angela Merkel zu sagen, wir schaffen das. Oder, die Übersetzung lautet, von wir schaffen das, Saira. Wunderbar. Ich glaube, Saira ist ein schöner Abschluss, ein schönes Abschlussstatement. Es waren jetzt nicht ganz 5 Minuten, die Sie und Ihr Zeit hattet, um über irgendwelche Fragen nachzudenken. Aber vielleicht war ja trotzdem jemand kreativ genug und hat sich was überlegt. Nicht Schüsschen sein. Was die Konkurrenzfrage angeht.
gut. Ja, die Frage nach der Konkurrenz. Jeder Staat ist souverän. Das bedeutet, jeder Staat hat nationale Interesse. Das ist absolutes Basis der internationalen Beziehungen. Aber, das gesagt, es gibt erstens Organisationen wie die Europäische Union, wo Staaten, ich werde nicht Recht, also in Anwesenheit von Frau Daniel-Lieb, also Recht erwähnen, aber wo Staaten zu einen Teil ihrer Souveränität zu der Union freilich übergeben. Viel mehr als das, rein politisch. Die Frage ist, soll man oder soll man nicht mit dem anderen alles diskutieren? Die Themen, mit denen man weiß, man ist absolut einverstanden, aber auch alle anderen Themen, wo die Diskussion, die Debatte viel schwieriger ist, weil, was Sie Konkurrenz nennen, weil global gesagt, man könnte von Verschiedenheiten geben. Zum Beispiel, Beispiel, Energiemix. Dann Antwort davon ist, dass keiner, ich glaube in Frankreich sicher und ich bin fast sicher auch in Deutschland, verlangt von französischen und von deutschen Regierung, dass wir auf alle Themen absolut immer, sogar in den kleinsten Details dieselben Positionen haben. Also sehen wir, dass also Nuklearfrage ist immer etwas also sensibel und so. Aber der einzige Weg, um Ihre Frage zu beantworten, in sich auf der höchsten politischen Niveau sich zu einigen, dass jedenfalls und sogar für die schwierigsten Fragen Deutschland und Frankreich werden zusammen alles diskutieren und alles machen, um sich am besten koordinieren zu können. Und das ist genau der Punkt, wo wir heute sind und ich freue mich sehr darauf. Ich würde mal sagen, wir geben noch die Möglichkeit für eine Frage angesichts der relativ fortgeschrittenen Zeit. Wir haben jetzt ganz viel darüber gehört, dass es sehr wichtig ist, dass deutsche Schüler Französisch lernen und französische Schüler Deutsch lernen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob dieses Lernen der anderen Sprache nicht zwangsläufig mit einem gewissen Ausschluss einhergeht. Denn jede Stunde, wo ein französischer Schüler Deutsch lernt und jede Stunde, wo ein deutscher Schüler Französisch lernt, lernt er nicht Englisch, eine Sprache, mit der er sich potenziell mit allen anderen Europäern austauschen kann, was jetzt ja gerade vor dem Hintergrund der EU sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen frage ich jetzt mal ganz provokant, wieso reicht Englisch nicht? Wer fühlt sich berufen, das zu antworten? Sie kennen meine Antwort vielleicht noch aus dem Studium. Englisch ist wie Zähneputzen, aber das ist ja nun nicht unbedingt ausreichend, um sich durch den Tag zu bringen. Natürlich müssen wir alle Englisch lernen und da hätte ich eine Reihe von simplen, völlig kostenlosen Ideen, die das Niveau in Deutschland sofort heben würden, wenn unser Fernsehen, staubig wie es ist, mal anfangen würde, das, was auf Netflix geht, jeden Film in der Sprache zu bringen, in der er geschrieben ist, ja, mit Untertiteln, kostet keinen Cent und bringt sofort eine Praxis im Englischen, selbst im Spanischen, wenn man zuhört. Also ich sage mal, es gibt andere Wege. Nein, Sie haben natürlich recht und man muss auch Englisch sprechen können. Aber entschuldige, wenn Sie Fußball spielen, können Sie vielleicht nicht parallel auch alles andere machen. Im Leben muss man immer Wahl treffen. Ich sag mal einfach, zwei Fremdsprachen gehören zur geistigen Innenausstattung von jemand, der mal eine Führungsposition übernehmen will. Das ist vielleicht nicht jedem gegeben, aber ich finde einfach zu sagen, Englisch reicht doch aus. Reicht Ihnen das aus?
ich sage ja auch, essen Sie jeden Tag Schwarzbrot und nicht mal, also ich finde für die, ich glaube, um das Leben mehr zu genießen, sollte man nicht sagen, Englisch reicht aus. Englisch ist richtig wichtig. Ich lerne jeden Tag noch eine Viertelstunde Englisch, weil ich weiß, ich muss da noch was tun, solange ich überhaupt noch irgendwie was sage. Aber zu sagen, das reicht aus, das haben Sie auch gar nicht ernst gemacht. Wenn es okay ist. Ich würde ganz kurz vielleicht ergänzen oder nuanciert widersprechen. Ich habe gemerkt, dass in meinem Freundeskreis gerade ganz, ganz viele Leute wieder angefangen haben, die Sprachen, die sie mal in der Schule so die Grundlagen gelernt haben, wieder aufzufrischen. Und wir haben so gemerkt in unserem Freundeskreis, dass dann so wir teilweise auf Partys sind und dann sagt jemand, oh, es ist 23.45 Uhr, wir müssen noch Duolingo machen, weil sonst der Streak da, die Streak weg ist und man nicht jeden Tag was gemacht hat. Und dann stehen die Leute so da, während die Musik laut ist und machen noch schnell ihr Duolingo fertig. Und ich finde das super süß, aber das zeigt für mich auch, dass ganz oft in der Schule ist man nicht unbedingt darauf fokussiert, zwei Sprachen perfekt zu beherrschen, sondern ist irgendwie darauf fokussiert, durch die Pubertät unbeschädigt zu kommen und nicht ganz so sehr traumatisiert. Und deswegen wäre meine Aussage eher, dass der Sprachunterricht in der Schule, ja, grundsätzliche solide Englischkenntnisse sind wichtig, aber dann in der Zweit-, Dritt- und von mir aus Viertfremdsprache sollte es meiner Meinung nach darum gehen, Grundlagen zu schaffen, auf die man später zurückkommen kann, Neugierde zu schaffen, da sind wir wieder bei dem Wort, und auch ein grundsätzliches Interesse an der Kultur. Und dann im Studium, wenn man Erasmus macht und so, glaube ich, hat man nochmal viel mehr Zeit, viel mehr Geduld, viel mehr Interesse, auch eigenes Interesse, es fühlt sich dann ja auch nicht mehr so forciert an, sich vielleicht nochmal auf eine ganz andere, vielleicht durch die eigene Perspektive der Sprache anzunähern. Also das wäre so mein Ansatz. Darf ich auch noch? Ja, ganz kurz, also Ergänzung auch meinerseits. Einfach Sioran, ein Aphorismus von Sioran. On ne parle pas une langue, on l'habite. Also man spricht nicht eine Sprache, eine Sprache wird nicht gesprochen, sondern bewohnt. In dieser Masse, wenn man nur eine Sprache oder eine Fremdsprache spricht, ist ihre Welt einfach, ihre kulturelle Welt, die sie bewohnen, einfach viel kleiner. Und wir freuen uns zusammen auf breite, offene Welt. Ja, jetzt kriegen Sie von mir auch noch das Fett ab. Es ist ja eigentlich alles schon gesagt worden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. In wie vielen Semester sind Sie und was studieren Sie? Im neunten Semester und? Jura. Neuntes Semester Jura. Sieht in Köln so aus, dass man sich Überlegungen macht, ob Englisch nicht aus Praktischkeitsgründen reicht. Mon Dieu. Englisch ist das Latein unserer Zeit und auch das radebrechende Latein manchmal, was die mittelalterlichen Mönche gesprochen haben, weil es eine Universalsprache war. Englisch ist nützlich, Englisch ist wichtig, wenn Sie ein Herz für England haben, wenn Sie feststellen, Englisch kann Ihnen auch ganz andere Welten noch eröffnen. Aber der Herr Konsul hat ja recht. Geht es nicht auch um Schönheit? Geht es nicht auch um Kultur? Geht es nicht auch um, entschuldigen Sie bitte, Liebe? Denken Sie mal drüber nach. Ja, ich denke, das waren jetzt sehr schöne Abschlussworte. Und dann würde ich, bevor wir jetzt alle aus dem Raum stürmen, noch einmal an Herrn Witzberg übergeben. Und an Clemens. Platz für die Liebe, was kann man da noch sagen danach? Ja. Also ich denke, dass fürs Couple Franco-Allemand jetzt genügend Argumente gefunden wurden und es werden auch noch kleine Geschenke an die Diskutantinnen und Diskutanten gegeben. Sehr herzlichen Dank an die Runde. Ich denke, es war... Ich denke, es war informativ, es war vielleicht auch ein bisschen disruptiv und herzlichen Dank nochmal an alle für die wunderbare Diskussion und für die Moderation nochmal ein ganz dicker Applaus.
Un grand merci à tous les intervenants pour leur participation. Vous êtes invités à venir nous rejoindre pour boire un verre tous ensemble et continuer les discussions. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.